Dieses Jahr ist richtig schwer mit den Wasser- und Honigmelonen, aber es ist dennoch im Nachbar. Ein paar Honigmelonen habe ich noch. Das ist eine Kreuzung von Petit de Renard oder Gris, keine Ahnung, das ist eine französische Sorte, kann ich fast gar nicht aussprechen, muss ich mal ein bisschen üben. Und Banana, und die wird jetzt gerade reif. Wie gesagt, für Melonen ist dieses Jahr wirklich richtig schwierig, aber dennoch eine kleine Ernte. Hier nochmal ein schönes Exemplar von der Banana und Petit Gris de Renard Kreuzung. Hier sieht man, dass die so diese grünen Streifen von der kleinen Honigmelone hat. Diese ovale Form von der Banana. Und riechen tut sie auch. Einsame Spitze. Hier nochmal, dass der Kürbis ein bisschen über sein Ziel hinausschießt. Also hier wächst er jetzt auch schon entlang. Und da sind auch schon zwei Früchte direkt im Lorbeer. Mal schauen, wie ich den befestige, damit er mir nicht einfach so auf den Boden klatscht. Ist auch eine richtig große Frucht. Da sieht man, wie lang die ist. Die ist bestimmt 40 bis 50 Zentimeter lang, wenn nicht sogar länger. Monstersorte. Was für ein Monster-Ding, dieser Kürbis. Jetzt noch ein ganz fertig ausgereifter Kürbis, aber im Vergleich zu meiner Hand, das ist einfach nur ein Monster-Ding und das ist jetzt nicht mal der größte. Und wie gesagt, diesen Kürbis, den habe ich von meinem Freund bekommen, dem Thorsten. Und das sind nur zwei Pflanzen und die wuchern hier überall hindurch, auch da an einem Lorbeer obendrauf. Es ist richtig krank. Also es ist eine 850 Jahre alte Kürbissorte, die auch nach Pilz schmecken sollen. Die werden so rötlich. Da kann man vielleicht jetzt ein bisschen die rote Frucht erkennen. Die werde ich dann auch noch später ernten. Da sind schon welche erntereif. Aber es sind nur zwei Pflanzen und die haben jetzt insgesamt so an die 10 Früchte, die diese Größe auch haben. Das ist spektakulär einfach. Das ist unglaublich.